So, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Miss Survival. Und einmal Metallschrott fehlt. Ernsthaft? Ein einziges Mal Metallschrott? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Boah, ich könnte kotzen hier. Das da rein. Essen hier rein. Trinken da rein. Hier kommen die Waffen rein. Die habe ich jetzt zweimal. Die brauche ich nur einmal im Inventar. Das Messer brauche ich auch nur einmal. Die Granate kommt dort rein. Und lol, in dem Kanister sogar Benzin drin. Cool. Heilzeug haben wir nicht. Hier haben wir wieder Zahnräder. Das fetzt. So. Dann müssen wir das jetzt erstmal hier zumüllen. Bevor ich mir ein bisschen was bauen kann zum Lagern. Und ja, komm. Dann legen wir da unten noch was rein. So, den Motor werden wir jetzt einsetzen. Denn wir wollen, dass unser Auto fährt demnächst. Und oh, wir haben einen Motor. Wir haben einen Motor drin. Dann kommst du als Ersatz in den Kofferraum. So, hier einmal Tank befüllen. Warum brauche ich zwei mit Benzin drin? So. Du bleibst da. Der zweite kommt in den Kofferraum. So, was können wir denn noch Schönes bauen? Ein Drying Rack. Ich würde sagen, den setzen wir hierher. Ich brauche Stock und Seil. Cooking. Oh, dazu brauchen wir dann aber das hier. Ein Lagerfeuer. Setzen wir jetzt dort hin. Was brauchst du? Stöcke und Steine. Die gehen wir mal schnell sammeln. 1, 2, 3, 4, 5, das und das, 6, 7, 8, ne, ich brauche diese Anzahl an Stöcken. Und ich glaube, das müsste sogar reichen für das kleine Lagerfeuer. Ne, wir brauchen noch zwei Stöcke. Okay. Stein brauchen wir aber auch. Wir müssen dann noch ein Feuer machen. Über Stock und Stein. Da ist noch ein Stein. Ich weiß, ich könnte auch die Stöcke und Steine aus meinem Haus nehmen. Aber da habe ich keine Lust dazu. So, das Feuer steht und dann kommt darüber der Cooking Pot. Ich drehe mal ein bisschen. So, leck mich fett. Dann der Grill. Der Grill, der Grill, der Grill, der Grill. Hier. Weg mit dir. Kann man die kaputt machen? Nein, schade. Egal, soll uns nicht stören. Stopp, das setzt mal ein bisschen weiter zur Seite. In die Nähe von dem da.
So. Und da gab es mal wieder einen schönen Leck. Ich brauche noch 6 Steine, 5 Stöcke, die hole ich jetzt von drinnen. Sechs Steine haben wir hier und die Stöckchen haben wir auch. Die Hälfte. Die Hälfte. Die Hälfte. So. Passt. Dann kommt der kleine Grillstand darüber. Und für den brauchen wir Hammer nicht. Oh ja, so eine Tonne mit Feuer. Und die hier so hinsetzen. Und davon 2 Stück. Das sieht bestimmt nice aus, wenn die brennt. So. Dann haben wir hier noch was. Nein, was ist das? Was ist ein Generator? Okay. Use for remove unwanted items. Bitte was? Das ist zum Wasser aufbereiten. Damit kann ich 100 Liter Wasser speichern. Auch hier. So. Einfach weil ich es kann. Und das schnieke aussieht. Oh, hier so ein Lederteil. Genau. So, setzen. Du brauchst auch Seil und Nägel. So, dann haben wir Blacksmith Place. Bitte was? Ich habe nichts verstanden. Aber wird schon in Ordnung sein, so wie die das sagen. Ich möchte das gerne hier so hinhaben. Allerdings, scheiße, ich kann das nicht irgendwie so einschätzen. Dass das auch ordentlich steht. Stopp mal. Das muss man das unbedingt so groß bauen? Gibt es nicht auch. Ja, hier. Ist der Furnace. Aber dann habe ich keinen Amboss. Da gibt es einen Amboss. Okay, dann doch so. So, wie sieht das aus? Wenn das steht, sieht das bestimmt geil aus. Gut, dann lassen wir das so. Ach ja. Und den Rest setzen wir uns hier drinnen hin. Ach, der braucht ja auch noch was. Einen Metallschrott. Schön. Die Werkbank Hammer. Das ist zum Alkohol herstellen. Okay. Eine Reparaturbank. Kurz gucken, dass sie gerade steht. So. So. Was haben wir noch? Alkohol herstellen wäre natürlich auch noch eine Option. So. Haben wir noch was? Das haben wir. So eine Säge bauen wir uns jetzt einfach mal hierher. Jetzt ist die Frage, wo ist vorne? Ich glaube, das ist vorne. Dann könnte man die nämlich. Ach, stopp mal. Die stellen wir mal hierher. So, haben wir noch was? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Reparaturbank haben wir.
Reloaded Bench Use. Oh, Waffenherstellung. Das darf natürlich nicht fehlen. So, einmal gerade hinstellen und einmal bis an die Wand hinten ran. So. Passt. Dann ist das hier meine Werkstatt. Haus. Dann kann man ein Shelter bauen. Ich könnte einen Hühnerstall bauen. Wenn... ach du Scheiße. Das müsste ich eigentlich auch herstellen. Ganz ehrlich, ich will jetzt wissen, was man mit dieser Mülltonne machen kann. So. Die werden wir uns irgendwann mal aufbauen. Wenn wir Lust und Laune haben. Also ein Water Barrel kommt auch hierher. Komm, scheiß drauf. Und dann können wir uns natürlich auch noch den Wasseraufbereiter zulegen. Der kommt dort hin. Haben wir noch irgendwas? Der Generator. Den bauen wir wieder ins Haus, würde ich sagen. Und zwar... Jetzt ist die Frage, wie handhabt sich das mit dem Cable? Das weiß ich leider nicht. Gut, dann lassen wir den erstmal weg. Haus haben wir sonst. Wir könnten uns noch ein Haus bauen. Hier noch ein Zaun. Eine Wand. Hier, Schränke, genau. Ein Tisch. Ich weiß nicht, für was wir einen Tisch und einen Stuhl brauchen. Für was wir das brauchen, weiß ich auch nicht. Aber den hier werden wir brauchen. Wo ist vorne? Da. Ein bisschen Lagerplatz mehr schadet nie. So, einmal drehen. Und wir bauen uns noch einen dritten vorsichtshalber. Hallo? Warum gehst du auf einmal da hoch? Shit, ich glaube, ich weiß warum. Weil da draußen was ist, was gebaut werden muss. Ja. Der Drying Rack. Der ist zu nah hier dran. Dann machen wir den erst mal weg. Hier, Schrank. Ja, jetzt passt er komischerweise wieder. So. Und jetzt können wir das Drying Rack wieder... Wobei, das lassen wir dort weg. Das stellen wir aber anders hin. Hier daneben. Wenn es passt. Es passt. Sehr schön. Haben wir noch was, was wir bauen können? Hier nicht mehr. Was ist das? Ach, Plantagen. Okay. Ja. Gut. Jetzt brauchen wir Materialien. Das heißt, wir gehen... Die Uhrzeit ist 11 Uhr. Noch was. In der nächsten Folge gehen wir wieder etwas looten. Wir haben ja Munition in unserer... Waffe, da können wir ein bisschen was niedermetzeln. Und ich brauche mal wieder ein Thumbnail. Kurz das machen, das da. Und in der nächsten Folge werden wir Baumaterialien suchen, um uns eine kleine Base zu bauen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.